Such nach einer ausrangierten Tauchgruppe. Jede von denen hatte so einen Signalsender, wie wir ihn brauchen. This is shit. Dir bequem, Sigma. Bald verrostest auch du hier, inmitten von all dem Schrott. Ausgenutzt von Porter und dann auf den Müll geworfen. Jupp, so heißen wir. Na, Porter. So wird's funktionieren. Bring den Sender zur Hauptinput-Konsole im Programmierertrakt. Wall, der paranoide Dreckskerl, hat sie in seinem Büro installieren lassen. Hallo. Überraschung, Sigma! Sigma. Scholz, meine Freunde. Au. Hast du ihn gesehen? Hey. Weicht, hey. Okay, aua. Ich hab so wenig Mäuse, aua, aua, aua. Miana, du siehst so, dass er stirbt. Ja, ist voll cool. Ist voll cool. Nein, ich hab, aua. Mann, ey. Stirb. Unbefugte Manipulation von Computer-Equipment wird strafrechtlich verfolgt. Ich glaub, Sonnensammer. Der Sonnensammer. Ich glaub, Sonnensammer. Au! Aua! Das tut doch weh! Ich hab mich wegzuschieben, du Arsch. Danke. Bitte schön. Das ist hier, aber da. Verbesserung gefunden. Geil. Okay, Doppelverbesserung. Solchen Wundermittel. Ein Gehirn mit der Leistungskraft von Zweien, von Zähnen, mit Hilfe der Thinkers, von Tausend. Porters Spielzeug hat seinen Zweck erfüllt. Die Maschine hat gesprochen. Ryan hat auf sie gehört und ich habe endlich den Thinker für mich allein. Lebt wohl, meine Freund. Keine Sorge, deine Erfindung landet in fähigen Händen. Okay. Fähige Hände. Allahu Akbar. Mein Gold. Oh, du bist ein Gift. Drauf. Verreck doch. Weg!
Radar. Hey, ja. Hey, ja. Ja. Danke. Setze ab. Eingabe der Audiodaten in die Thinker-Datenbank fort. Subjekt Pearl Porter. Ich will aufnehmen, wie wir uns kennengelernt haben, Milton. Okay, klar. Ich habe im Imbiss meiner Familie gearbeitet. Das Wintersemester fing gerade an und da kommt eines Tages ein Student herein. Ordentliche Erscheinung. Das erste, was mir auffiel, waren seine Augen. Er setzte sich und bestellte Schinken mit Ei und Kaffee. Er war schüchtern, aber hin und wieder haben wir kurz miteinander geredet. Er kam jeden Morgen frühstücken und bestellte immer das Gleiche. Ich sage zu Mama, der Junge liebt anscheinend deine Kochkünste. Darauf sie, der kommt nicht wegen dem Essen, Schätzchen. Der kommt wegen dir. Ein Jahr später waren wir verheiratet. Wow, okay. Es ging schnell bei euch. Oh, Alter, jetzt bist du wieder weg. Und so. Vorbei. Vorbei. Pass auf. Aufzustehen. Wenn ich hier irgendwo liegt, dann bleib in Sachen fliegen. Klapp der Axt. Nein, verkehrt ist das. Ach so. Ah. Ah, cool, das ist ein Feature. Ein paar von den Jungs aus der Programmierabteilung haben etwas wirklich sehr Witziges gebastelt. Sie haben einen Monitor in eine Art Mini-Flugzeug-Cockpit eingebaut, okay? Und das ist super, denn auf dem Bildschirm sieht man ein X, das ist man selbst. Und dazu einen Haufen O's, sowie eine Spitfire, die von einem Geschwader japanischer Jagdbomber umzingelt ist. Man steuert sein kleines X durch die Gegend und schießt einen Japaner nach dem anderen ab. Wall hat uns neulich dabei erwischt und was von Zeitverschwendung geschimpft. Aber ich weiß nicht, ist es unterm Strich nicht besser, was zu machen mit dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, anstatt es bloß anzustarren? Das stimmt irgendwie. Recht. Hey Felix, ich höre, Porter ist sehr zufrieden mit dem neuen Programm zur Berechnung von Bewegungsbahnen. Du weißt schon, dass an dem 4-6 Monate zusammengearbeitet haben. Das, was du dann als deine alleinige Entwicklung ausgegeben hast. Oh, da fällt mir ein. Falls du den Schlüssel zu deinem brandneuen Büro suchst, solltest du vielleicht im Zirkus der Werte unten in der Halle nachsehen. Ich hoffe, du hast genug Kleingeld dabei, du Arschloch. Zirkus der Werte unten in der Halle. Aua. Bei der Halle? Hm? Und hier ist die Halle, oder? Erklock! Achso! Da ist das scheiß Roboter! Ich habe einen Armee-Publik! Mängst du dir, du scheiß Dreck! Danke! So, jetzt komm ich rein! Badam, badam, badam! Es ist so schön! Die Welt, da, meins. Fuck you. Fuck you. Geh weg, du scheiß Roboter. Fuck you. Sammy, no man. Dankeschön. Bisschen solche verdammt.
auf, hör auf. Na, nicht. Deaktiviert, deaktiviert, deaktiviert. Wir kann zur Sicherheit nicht. Bin ich wieder mal im Arsch. Eieieiei. Ich lese dir jetzt aus den Vorhersagen der Maschine vor. Sigma betritt Minervas Depp, stößt auf feindlichen Widerstand. Sigma betritt Mauls Räume. Siehst du, der Thinker hat mich erwähnt. Es kümmert ihn nicht, was ich früher einmal getan habe. Oh doch. Aua, 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 aua. Ich hab beide Roboter gegen uns gesetzt. Wie süß hat der bei der Spielstelle? Oh, süß. Ah, so. Mein Gott. Du Sau. Adam bewirkt bei mir Schlafstörungen. Neuerdings werde ich auch vergesslich. Hier also, für den Notfall eine Eselsbrücke für den Code zu meinem privaten Depot. Ich werde die Zahl nicht nennen, aber merk dir. Sieh dir einfach die vier Gruppen von Büchern auf dem Regal an. Dann ist die Zahlenfolge offensichtlich. Hä? Worauf soll ich schauen? Adam bewirkt bei mir Schlafstörungen. Neuerdings werde ich auch vergesslich. Hier also, für den Notfall eine Eselsbrücke für den Code zu meinem... Moment, muss was noch schauen. Privaten Depot. Ich werde die Zahl nicht nennen, aber merk dir, sieh dir einfach die vier Gruppen von Büchern auf dem Regal an. Dann ist die Zahlenfolge offensichtlich. Okay. Hier kann ich rein. Ich da auch rein. Na, krieg ich dich. Suchen bin ich in Kontakt mit Charles Milton Porter in Minervas Dam getreten. Ein fruchtbarer Austausch. Rapture ist klarerweise nicht der Ort, um meine Forschung weiter zu betreiben. Aber Porter sagt, wenn er einen Weg findet, zusammen mit den Programmen für seinen Rechner zur Erdoberfläche zurückzukehren, könnten wir die Maschine nachbauen und gemeinsam an Heilungsmöglichkeiten arbeiten. Ich habe ein Exemplar der Alpha-Serie ausfindig gemacht, um ihm zu helfen. Subject Sigma, ich muss zurück zur Oberfläche. Wenn Sigma in Minervas Dam Erfolg hat, wird es bald möglich sein, den Fluch des Adams zu beenden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Eindringlinge erwartet eine böse Überraschung. Ihre neue Gravity Well Annäherungsmine. Mach doch mal kurz einen Cut, bis gleich.